liebe Camper, hier ist der neue Halter für Ford-Fahrzeuge, weil wir wechseln da ja auch Batterien und da ist das bei Ford ist das alles nicht so einfach und ich möchte immer einen guten Halter. Ich drehe das mal hier, guck mal, kann ich alles drehen. Das war wieder eine Rechnerei hier, ne? Jetzt ist das so, man kann den Halter jetzt, wenn du jetzt die Batterien, ist bei dem anderen nicht so möglich, die Batterien in einer Bank einbauen würdest, ne? Ist auch immer viel Platz, kommen wir oft in der Bank, könnten wir diesen Halter in der Bank auch installieren. Ne? Machst du jetzt in der Bank rein, du siehst ja hier, nimmst jetzt die Batterie raus. Da steht auch Ford drauf, ne? Hier hinten rastet die ja ganz normal ein. Setze die Batterie dann hier rein, schiebt sich jetzt hier ran. Hier kommt der Halter vor. Ist die jetzt hinten drin? So, jetzt aber. So, und hier kommt jetzt der. So, da kommt der Halter drauf. Und dann, das haben wir hier alles so konstruieren lassen. Und jetzt setzen wir unseren Bügel rein. Ne? Von den 4 Haltern, da mache ich 100 Stück, wie viel da schon weg sind. So, das ist nicht auf mein Mist gewachsen, das hat der Florian gemacht. Der ist irgendwann mittags hingegangen und hat da rumgefummelt. Da habe ich noch gefragt mit einer Pappe und hin. Wir haben da jetzt 3 oder 4 Mal geändert, weil das war erst nur so eine Pappe, so ein Holz. Und dann wieder hin und wieder hin und wieder hin. Das hat nicht gepasst, die Stifte waren viel zu weit nach hinten, da konnte die Platte nicht mehr festmachen. Und ja, jetzt ist der Halter, sieht man ja hier, für Ford auch fertig. Ne? Hatten wir ja sehr, sehr viele, wirklich mega verschickt. Und dann kommen die an und sagen, ja, hier ist ein Kratzer drauf, weil packst das hier rein, guck mal da, hast du einen Kratzer. Oder? Da kommt doch die Batterie drauf, das ist doch ein Blech, Kinders, das ist doch nichts. Guck mal hier, von der Firma schon, Kratzer drauf, siehst du das? Das ist doch, kommt doch unterm Sitz. So, jetzt haben wir Ford, ja, die machen noch mehr, aber wir wollten jetzt die ersten Halter schon mal haben. Ja, komm, wir gehen mal raus, schauen, was unsere Toilette macht. Heute Morgen habe ich ein nettes Gespräch gehabt mit einem Kunde und der wollte eine Waschmaschine und der hat einiges von uns und da habe ich gesagt, dass ich das nicht mache. Das hat aber auch viele Hintergedanken. Da hinten sind 16 Leute in der Werkstatt und ich hatte jetzt auch schon in den letzten Wochen, dass sich 2 meiner Mitarbeiter vor mir gestellt haben, also die waren bei meiner Frau, hat mir das gesagt. Die brauchen ein bisschen mehr Geld und wieder drauf. Machen wir auch und man muss irgendwie immer sehen, dass man klarkommt. Die verdienen hier ein Schweinegeld. So, jetzt ist das so, ich mache nicht alles. Ich muss keine Waschmaschine einbauen. Ich muss auch keinen Sog einbauen. Da hat mir mal ein Händler eine schöne Geschichte erzählt. Angeblich hat der Kundin angerufen, die Einbauzeit von 45 Minuten steht im Heft. Der Händler hat 3 Stunden gebraucht, also 2,5 Stunden brauchst du immer. Die Firmen haben ihr Geld in der Tasche und du musst sehen, wie du klarkommst. Na, wenn ich einen Kühlschrank kaufe, ja, normal im Fachhandel, der im Katalog 2.800 Euro kostet, ja, und ich den einkaufe und habe dann 20% oder 18%, wie soll ich das denn kalkulieren? Ja, ich habe ja nichts dran, das ist ja, es geht so einfach nicht. Und darum sage ich dann immer, mache ich viele Sachen selber. Sonst kann ich diese Leute auf Dauer nicht bezahlen. Das geht ganz einfach nicht. Wenn du heute so eine Waschmaschine oder so ein Sog, alles was es so gibt, was so kalkuliert ist für alle, so, ich bin 20 Jahre am Markt, so. Jetzt musst du mal bedenken, du baust das ein und das Ding geht mal kaputt. Kann ja alles passieren, das geht kaputt. Dann musst du die ausbauen, du musst die einschicken, du musst die Neuinstallation machen. Die Firmen zahlen dir nichts und dann hast du das. Null. R minus. Darum sage ich immer, alles machen wir nicht. Es muss sich auch für mich irgendwo noch rechnen lassen. Ja?
wenn mir dann ein Kunde nachläuft und sagt, Sie haben für meinen Sog haben Sie 3 Stunden gebraucht mit dem kleinen Minischalter und das Lochbohren und der Schlauch und bla bla bla, aber die sagen ja, das dauert nur 1 Stunde, dann lasse ich das lieber sein. Warum mache ich diese Sachen, viele Sachen selber? Sonst kann man einfach diese Löhne auf Dauer nicht mehr zahlen. Und die Zeit ist noch viel schlechter geworden. Sieht man ja jetzt, was da draußen los ist. Ne? Ich empfehle dann auch einen Kollegen und dann sage ich, fahr dahin. War auch alles gut. Der Kunde sagt noch, sagte, ich verstehe dich voll und ganz. Ne? Weil im Internet wird so eine Waschmaschine für 800 Euro verkauft. So, wenn ich die einkaufe, zahle ich 690. So, und baue ich dem Kunde die ein. Ich sage, die darf nie kaputt gehen, dann habe ich Minus gemacht. Ne? Ich sage aber viel so, wir machen ja auch so Waschmaschinen, dann nehmen die aber alle so einen Frontlader. Die kostet nur 300. Das ist so klein hier von, da haben wir jetzt eine eingebaut, ich glaube Miele, ne, nicht Miele, eine andere Firma. Ganz kleines Ding, so wie nennt man das, Frontlader, wie die Dinger heißen. Das geht ja dann alles noch. Ne? Das ist alles leider nicht so einfach. Ne? Das kann man einfach nicht alles machen. Komm, wir gehen den Jens mal überraschen. Was haben wir hier, eine Dauerbaustelle? Ja, der hat richtig viel Ärger gehabt, der Kunde. Der hat so viel Ärger gehabt. Es liegt nicht an den Produkten. Absolut gar nicht. Der Regler ist okay, das ist okay. Ja, ich habe früher auch den Regler eingebaut. Darum geht es gar nicht. Aber so viel Hintergründe, wenn ich euch die erzähle, und das ist ein Kunde, wo ich letzte Woche im Büro gerufen wurde, Kabel abgeraucht, Kabel abgerissen, viel zu dünn, schaltet ab. Das ist eine Familie, wo die Frau im Büro geweint hat. Ehrlich, ist die Tatsache, sonst würde ich das nicht sagen. Gut, ich mache das raus, ich mache das neu und dann ist alles, die Welt in Ordnung. Und jetzt gehen wir den Jens mal kontrollieren. Nee, wir fahren mit meinem neuen Auto. Warte mal, wo haben wir den denn? Wede ist nicht da. Komm Philipp, wir zeigen dir mal neuen BMW. Da. Ja, du hast mir versprochen, ne? Sonst Messer im Herz. Hammer auf die Füße. Eine Abschneidung. Ja, aber du musst erst Hammer auf die Füße. Ja, komm, wir gehen mal. Schönen guten Tag. Hallöchen, mach weiter. Das ist unser, wie nenne ich den immer, Unterbodenschutz, Jens, ne? Ja, genau. Nee, wir haben Unterbodenschutz für 8 Tage ausgesetzt. Geht nicht. So viele Leute habe ich nicht. Und dann stoppen wir mal 8 Tage. Die Leute haben alle neue Termine. Das stand ja fest. Guck mal hier, liegt schon alles drin, Kabel. Oh, Kinders, das wird was hier. Kinders, das wird was, wenn das fertig ist hier. Was denn? Hier war, glaube ich, die Toilette, ne? Ich darf nicht. Toilette, ja. Nein, nicht Scheißhaus sagen, nein. Toilette. Der Thron. Hier, Kabel, ja. Kommt noch eine Zwischendecke rein, neues Strom. Und dann habt ihr gedämmt, habe ich gehört, ne? Also, dann kannst du hier mit 1 kW heizen. Wir haben ja jetzt 3 kW gemacht. Guck mal da, die ganze Dämmung. Der Dach, oh, das. Ich glaube, wenn hier einmal warm ist, das bleibt 3 Tage warm. Da liegt die ganze. Jens, was meinst du denn, wann geht's los mit Fliesen? Oh, das ist noch ein bisschen. Hier muss man noch eine zweite Lage drauf. Ja, mach mal die Lage schneller. Ja. Sonst an der Wohnmobile fuschen wir auch, dann können wir das hier auch machen. Okay, alles klar. Morgen. Nein, ich schätze mal irgendwann Mitte der Woche, nächste Woche. So Mittwoch. Vielleicht. Sollten wir da starten? Meine Güte, ey. Sieh doch mal zu, dass du was fertig kriegst. Hier muss die Dusche noch gebastelt werden, alles mit eben, der wird ja alles ebenerdig. Ja, da musst du alle. Kann auch ein bisschen schief sein, kannst du auch so duschen. Ja, wenn es zur richtigen Seite schief ist, ist alles gut, wenn das Wasser wegläuft. Aber das wird richtig gut. Kinders, die Dusche, die hier reinkommt. Allein das Waschbecken. Alles nur vom Feinsten. Da kommt ein schönes Handtuch als Körper hin. Hier kommt ein Handtuch. Verchromten habe ich bestellt. Ah, okay. Verchromten Handtuchhalter. Föhn, alles kommt hier an der Wand. Aber Hauptsache, die Schüssel hält auch für die etwas stabilere. Ne? Ist das gut fest? Ja. Oh, das ist fest. Ich mache das. Ja. So, liebe Camper. So, tschüss, weitermachen. Ja, da müssen wir alles planen. Du kriegst ja keine Handwerker. Oh, bis die mal kommen. Guck mal hier. Alles selber mal. Hier, mein neues Auto.
Ja, pass auf. Wir gehen den Stefan jetzt besuchen. Das sind hier 8600 Quadratmeter. Warum habe ich das gekauft? Die kommen an, bringen mir Batterien. Dann ist das, dann ist das. Heute kommt der Lukas nach vorne. Der muss die ganzen Kombis, die angeliefert sind, da kommt ja eine Hälfte immer nach oben für die Werkstatt. Andere Hälfte bleibt ja alles im Versand. Und alles mit Sackkarre. Da habe ich gesagt, jetzt kaufe ich mir was Vernünftiges zum Fahren hier auf mein Gelände. Komm, wir gehen mal zum Stefan besuchen. Guck mal, wie sauber. Guck mal hier. Guck mal, das ist hier. Ne? So, hier kommt die Stromsäule hin, die neuen. Die sollen nächste Woche kommen. Habe ich wieder bei Reich gekauft. Das ist ja auch alles von Reich. Wassersäule, das kommt jetzt hier auch noch mal alles hin. Boah, ich hau hier Geld rein in der Bude. Kinder, vorne neue Kamerasystem, steht auch schon im Büro. Ich sage ja, 400.000 im Jahr, das ist gar nichts. Das ist so weg, flutsch, flutsch. Vorne habe ich heute jemanden, der hat alles gestrichen. Fensterbänke, alles neu. Das muss bei mir aussehen, Kinders. Das muss bei mir aussehen, wie geleckt. Komm, guck, ob der auch... Hallo, Kontrolle, Gewerbeaufsicht, Gewerbeaufsichtsamt. Ja, kommen Sie rein. Ja, ich bin von der Bundesnetzagentur. Dürfen wir mal Ladegerät mitnehmen, alles? Ja. Packen Sie das mal bitte ein. Ja, ja. Nichts zu verbergen hier. Ja, das wollte ich ja eigentlich auch mal, sagen. Wir wissen, wer es war. Kann ich nicht sagen, kommt noch später, da ist, kommt auch nicht aus Deutschland. Wir wissen schon, wer uns da angeschwärzt hat. Der Thomas war die ganze letzte Woche nochmal weg mit dem Ladebooster, ist ja alles okay. Mit unserem Ladebooster, alles was wir fertigen, hat alles eine erstklassige Zertifikation. Jetzt haben wir den Ladebooster noch etwas gemacht, damit wir auch sicher sind, wenn zwei nebeneinander gebaut werden. Ja? Und ich habe mit den Leuten gar keinen Stress bei der Bundesnetzagentur. Unsere Box, ja, ist alles in Ordnung. Bitte schön, ja, verkaufen Sie Ihre Box. Wir haben doch alle Papiere. Ich sage auch immer, schau mal, es ist auch nicht so einfach, was so, wenn es so Leute gibt, die so einen hohen Neidfaktor haben. Wenn du zum Beispiel heute, hat der Stefan mich die Tage noch drüber angesprochen. Wir haben es auch in einem Auto gesehen. Wenn jetzt einer hingeht und beklebt meine Batterie, er macht ein Schild drauf, das ist Wohnwagen Meier Müller Schmitz, dann bin ich raus. Ich habe da nichts mehr mit zu tun. Das ist nicht meine Batterie, was nicht zulässig ist. Du kannst nicht einfach auf dem Produkt, dann musst du im Besitz der CE und der ganzen Unterlagen sein. Das ist nicht so einfach. Sollen die auch alle machen. Ich gönne das auch jedem. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass es so Arschlöcher gibt. Ja, heißt so, ne? Arschlöcher, ja genau. War am Überlegen, wie das sonst noch heißen könnte. Ne, heißt aber so. Die einen dann anscheißen. Wo dann so eine Behörde sagt, das gehen wir mal nach. Aber ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Nächste Woche werden wir mal darüber berichten, dass der Thomas da jetzt 5 Tage mit dem Booster nochmal weg war. Wir brauchten das nicht, der Booster war okay, haben wir ja verkauft, ist ja da gewesen. Aber der Thomas sagt, er möchte sich jetzt immer weiter absichern, wenn auch 2 Geräte Master Slave zusammenkommen und er möchte alles unter Dach und Fach haben. Der Thomas hier, das ist nicht eine Hinterhofwerkstatt, das ist ein Ingenieurbüro. Der hat eine Verantwortung. Der fertigt mit mir den Booster und den Rapid. Das ist keine Klitsche, die irgendwo da hinterm Haus ist und lötet da ein paar Bauteile zusammen. Ihr habt den Film ja gesehen, wo alles automatisch bestückt wird. Und da müssen all unsere Sachen müssen komplett abgenommen werden. Und ihr seht ja, was hier Paletten, schaut euch an, was hier Paletten steht. Ich bin nur eine ganz kleine Klitsche, was ich für mich und ein paar Händler brauche. Wenn ich rein im Versand wäre, müsste ich ja noch 4 Hallen bauen. Und guck mal, bis unter der Decke alles voll. Alles voll, guckt euch das an. Hier, guck mal hier. Ja, da ist schon der Stefan, da achten wir auch drauf. Guck mal, was der Stefan macht. Die Batterien erstmal alle zwischendurch, müssen die mal alle geladen werden, dass die nicht einfach so vor sich hingammeln. Wir haben da mal 2 gefunden, die waren total weg. Und damit uns das nicht nochmal passiert, müssen wir da mal nachgucken. So, liebe Camper, komm Philipp, wir fahren jetzt mit meinem BMW nach vorne.
Kostet 7.000 Euro so ein Ding. 6.300, genau. Auf dem Pfennig. Weißt du, der hält dich hier hinten? Ja, da habe ich da drauf gemacht. Damit habe ich da, heute hat der Lukas die ganzen die ganzen Kombis geholt. Und das hier ist nagelneu. Ist heute Morgen aus der Lackiererei gekommen. Das war alles vom Markt. Guck mal, sieht aus. Ich habe da einen guten Lackierer. Nee, hör mal, das brauchst du hier jetzt. Ohne Scheiß. Hör mal, das heißt, wie oft bist du hier hingelaufen und dann musst du was holen mit der Sackkarre. Dann läufst du mit der Sackkarre nach vorne und läufst wieder hin. Das schaffst du nicht. Dir abends glühen die Haut hier drauf. Der Schalter war früher hier drunter. Da habe ich aber jetzt so gemacht. Das ist jetzt vollautomatisch. Komm, wir fahren nach vorne. Hier ist heute gefegt worden. Ich muss das alles haben wie geleckt, Kinder. Sonst werde ich stinkesauer. Auch der Aufenthaltsraum oder Sozialraum, wie man das nennt, für die Jungs. Ne? Heute hat einer, die Putzfrau, alle Stühle gewaschen, Tisch abgewaschen. Ich sag, Sauberkeit bin ich total krank in der Birne. Das muss, guck mal, meine ganzen Obstbäume, schaut euch das an. Wenn die jetzt im Sommer alle... So sieht's aus. Liebe Camper, bleibt mir gesund. Daumen hoch und denkt am Fest. Es sind, glaube ich, so wie ich gehört habe, 27 Plätze nur noch frei. Weil hier ist alles voll mit Autos. Und nicht, ja, wir konnten nicht und wir haben vergessen und nicht, dann weiß ich nicht. Weil hier ist alles rammelvoll. Es sind, guck mal hier, der Leon gemacht, mein Kleiner, mein Enkel. Opa sagt er, da muss der Charlie doch hin. Ja, sicher muss der da hin. Hat der Kleine doch recht. So, der bleibt da sitzen. Komm rein, ich nehme dich mit. Und 27 Plätze, Kinders. Ja, wir achten auch, dass Fahrzeuge, die Strom brauchen, die nicht so gut ausgestattet sind. Hier ist alles rammelvoll, aber nicht, oh, und wir waren so spät. Denkt dran, meldet euch an. Mehr kann ich nicht sagen. Die Frauen wissen vorne Bescheid, ne, für unser Fest. Und das wird richtig geil. Wir wollen richtig... Ja, Corona, wir konnten nichts machen, ihr wisst ja, uns fehlen ja 3 Jahre. Da wollen wir mal richtig auf den Putz hauen und Bierwagen und Musik und wird auch spät und das wird richtig geil. Viele kennen das. Daumen hoch.